Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und bei mir ist der... Martin, hallo. Ich habe euch ja versprochen, es gibt noch ein Produktvideo, ein Designer-Video zur Vorburg der Burg Blaustein. Ein kurzes Produktvideo habe ich ja schon veröffentlicht, gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Sets. Und jetzt ist die Vorburg wieder lieferbar und der Martin ist auch da, deswegen... Ja. Hallo. Drehen wir jetzt mal ein Designer-Video. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir zur Vorburg noch so erzählen kannst. Du hast halt eigentlich schon echt viel dazu erzählt und können ja einfach noch mal ein bisschen durchgehen. Vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen ein, die du vergessen hast oder so. Ich hoffe es. Wir fangen einfach gleich hier an, wo wir schon hier sind. Die Palisaden sind jetzt durch Mauer ersetzt. Das war mir natürlich wichtig, weil wir... natürlich in der Zeit voranschreiten und ja das Ganze ein bisschen befestigen wollen, noch ein bisschen mehr als nur mit Palisaden, die halten jetzt nicht so viel aus. Wann sind wir denn jetzt ungefähr? Frage, ja. So also, plus minus 50 Jahre? Ja, also ich würde jetzt sagen so 13. Jahrhundert. Okay. Also schon das Mittelalter ist jetzt schon gut im Laufen. Mhm. Wir haben jetzt doch ein bisschen ja Geld anscheinend, dass wir uns das leisten können, hier so eine große Mauer noch dran zu machen. Ja, ja. Ja, beziehungsweise Geld und man hat, das ist so meine kleine Geschichte zur alten Kirche, man hat das die Mauer rund um die Kirche geplündert, ja, für dieses stimmt, Mauerwerk hier. Stimmt, genau. Das war denn die Kirche brauchte man ja nicht mehr als Wehrbau, man hat jetzt ja hier diese tolle Burg. Richtig, erinnere mich. Ja, das ist eigentlich eine kleine, niedliche Geschichte. Ja, die haben wir damals ja sogar mal am Telefon gesprochen, du nicht. Als ich mir von dir Feedback zur Kirche, also nicht Feedback, sondern Input zur Kirche geholt habe, als ich von dir wissen wollte, wie ist das innen mit dieser Bemalung und gab es denn Bänke und gab es nicht und so. Was ich in dem Video zur alten Kirche erzählt habe, das Fachwissen dazu kommt von Martin. Ja, schon so ein bisschen, ja. Okay, genau. Also wir haben jetzt hier in der inneren Burg gemauert. Mhm. Hier ist ein kleines Easter Egg, das hast du auch schon, also man kann dir auch einfach nichts vormachen. Ne? Du bist halt wie so ein, sowas sehe wie so ein ich, Wiesel, wuselst du da durch das ganze Modell. Und das habe ich ja damals schon beim Prototyp, bei dem einen Preview-Video gesehen. Ja, da hast du sofort, aber ja, also wie gesagt, hier ist so ein kleines, ne, in den Kinderburgen von ehedem, kennt man das noch. Da gibt es immer so Features, dass man dann quasi mit dem Rambock dann oder mit der Kanone oder mit dem Katapult macht man dann... Ja. So, das gibt es jetzt ja auch. Hervorragend. Aber das ist nicht nur dazu da, aber dazu kommen wir, würde ich sagen, nochmal am Ende des Videos. Vielleicht, ja. Vielleicht, mal gucken. Genau, gehen wir rum. Wir haben ein neues Torhaus, hast du auch alles schon erzählt, mit einem Fallgatter. Ja. Damit man das ganz, ganz, ganz schnell zumachen kann, falls irgendwelche komischen Machenschaften in dem nicht so ganz seriösen Bereich der Vorburg irgendwie passieren. Nicht so ganz seriös, ja. Ja, ich meine, ja. Da ist halt, die Wachposten sind da, die machen da ihr Ding und wer weiß, was sich da noch sonst rumtreibt immer. Ich meine, der Vorteil eines Fallgatters ist natürlich, dass man von innen auch durch das Fallgatter durchschießen und durchstechen mit Spießen kann. Richtig. Der Nachteil eines Fallgatters ist, dass man von außen durch das Fallgatter durchschießen oder durchstechen kann. Ja, es kommt drauf an, wo man die bessere Position hat. Die bessere Position hat man tatsächlich trotzdem in, weil man hat ja jetzt hier noch Schießscharten drin. Ja. Und das Dach kann man noch abnehmen, damit man besser an den Mechanismus kommt. Und man kann das ein bisschen drehen und dann geht das Fallgatter hoch. Auch das hast du schon gezeigt, das ist halt wirklich, macht ja alles einfach nach. Wenn ich das mache, ist das eh cooler, würde ich denken. Genau, ist der Designer. Ich weiß, der hat sich das ausgedacht. Hervorragend. Richtig. Das Vorhaus sieht ein bisschen mickrig aus, finde ich, aber mal gucken, vielleicht lasse ich mir da mal noch was einfallen. Es ist halt, ja, das Torhaus meine ich, nicht das Vorhaus. Ja, ich meine, mickrig, wir reden jetzt hier insgesamt über gut 12.000 Teile, also mickrig, ja. Ich würde sagen, nichts an dieser Burg ist mickrig, das merken wir auch, wenn wir beispielsweise die Burg nur von dort hinten hier rüber tragen. Ja, wir müssen die halt hierher fahren, also wir fahren quasi durch die ganze Firma, auf einem Wagen haben wir die, müssen die da rauf erstmal buxieren und dann fahren wir damit komplett durch das ganze Lager und alle gucken uns komisch an, warum wir denn Burgen durch die Gegend fahren. Aber Tragen ist schwierig an diesem Punkt. Tragen ist schwierig. Die Leute hier müssen arbeiten, da können wir nicht einfach noch 5 Leute abstellen, damit wir diese, wie viel, 12 Kilo oder so. Was ich auch schön finde, das habe ich auch noch nicht erwähnt, das sehe ich jetzt gerade so zum ersten Mal, ist, dass man jetzt hier innen quasi vor dem Haupthaus auch so eine Treppe hat, die hier hochführt. Ja, genau. Also die ist eigentlich auch schon immer da gewesen. Das war der ursprüngliche Weg. Hier war ja eigentlich dieses Torhaus, was jetzt da ist. Okay.
Und dort ist man quasi über den Felsen hoch. Aber die Treppe, die dort ist, wurde noch ein bisschen erweitert, weil die Mauer hier, die links neben dem Torhaus ist, die ist jetzt natürlich ein bisschen höher noch. Ja, klar. Und deswegen musste ist da quasi, sieht man, hat man mit Holz nochmal angesetzt. Ja. Man geht über den aus dem Felsen gehauenen Stein eigentlich dort nach oben und dann den letzten Rest nochmal über eine Holztreppe. Das seht ihr dann. Es gefällt mir auch sehr schön, dass du so hohe Zinnen hast. Ja, ja, auch mit diesen tollen Teilen hier, die liebe ich ja. Oh, ja. Diese 1x1er Dachsteine. Ja. Ich glaube, ich besitze zu Hause von denen noch. Nee, noch keinen einzigen, stimmt nicht. Ich habe da eine Vorburg zu Hause. Also ja, jetzt schon. und das ist, also, als ich als Kind Burgen gebaut habe, eine Brückreihe für die Mauer und immer so ein Zweierbrück drauf. Ja, genau. Und das war's. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Also das ist so ein bisschen, das muss halt sein. Also ja, mindestens 1x3, eigentlich besser 2x3. So, hier haben wir es auch 2 breit, ne? Ja, stimmt. Aber da habe ich dann zugemacht sozusagen. Also man kann, die Verteidigung geht hier längs und hier oben ist dann quasi, man hat hier nochmal ein kleines Fenster drin, dass man, falls jemand sich dann doch mutig nach oben begibt und dort hochklettert, kann man ihm dann hier auch was auf den Kopf schmeißen. Aber unwegsam da hochzukommen. Ja. Da brauchst du jetzt nicht groß Wehranlagen. Ich meine, bei der ursprünglichen Burg hat es ja schon gereicht, so eine pieksige Tanne zu haben, dass man ja da nicht mehr durchkam. Aber die pieksige Tanne war auch echt Level 10. Also es, genau. Da kam keiner vorbei. Es ist schon. Ja, und deswegen, also das ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen von mir ein Markenzeichen. Einfach diese 1x13, die müssen sein. Hast du jetzt eine abgerissen? Ach nee, ich dachte mir, ich mache das vielleicht mal wieder dran. Hast Angst, dass die Leute in die Burg eindringen, ne? Ja. Jetzt reden wir so schön über die Zinnen. Ich glaube, du müsstest es von hinten machen. Ja, ich glaube, das wird jetzt nichts. Nee, ja. Pass auf, ich zeig's dir. Man hat hier einen Hinge und dann kann man das. Das ist ein Hinge, ja. Ah. Weil ich dachte mir, ich saß dann in meinem tatsächlich, das Programm, saß ich vor mir und dann hast du das Problem, dass sich das verkantet und dann habe ich da so hier an die Stelle. Ja, da ist ein Hinge drunter und jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Jetzt lasse ich es drin, ja. Okay, und die Vorburg. So, da sind jetzt die Palisaden. Sind da noch mehr Palisadenteile dazugekommen oder hat das genau gereicht? Nee, es hat nicht ganz gereicht, aber ich würde sagen, ich habe sogar in dem Render für die Website, da sehe ich das, sieht man das ja immer, dass dieser Burgteil, den man schon hat, der ist dann verblasst und ja, der neue. Und ich glaube, da habe ich diesen ganzen Teil, der ist dann verblasst, weil quasi dieser ganze Teil ist noch Altersteil. Haben wir schon. Und für die kommen dann noch ein paar neue dazu. So. Also eine Vorburg hier und ich meine, zusammen mit der Vorburg, dieser Unterbau hier, ne, die ganze Burg geht weiter nach oben. Genau, die geht, man sieht es hier schön, 1, 2, 3, 4, auf die Seite gelegte Bricks ist die jetzt höher, insgesamt komplett von vorne bis hinten. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Highlight mehr oder weniger, der Vorburg. Der Vorburg, ja, ich finde das schon toll. Ich finde aber auch die Art und Weise, wie beispielsweise dieser Turm hier drin sitzt, so ein bisschen schräg. Dass der halt nicht in dem 90-Grad-Raster ist, das ist schon cool. Ja, das wäre einfach auch zu langweilig, wenn der da so sitzt, weil du hast ja hier, dann wäre der ja quasi Plan damit und Plan mit dem Bergfried. Das und damit und nicht. Genau. Nee, das geht nicht. Deswegen habe ich den so ein bisschen schief gemacht. Kann man auch relativ einfach abnehmen. Ja, man kann ein bisschen reingucken, eine kleine Leiter drin. Und ich weiß nicht, die Inspiration für den waren hauptsächlich auch deine Lieblingssteine, die du gerade, also Teil deiner Lieblingskollektion, diese kleinen Ecksteine. Mhm. Weil ich die so schön finde, als Abschluss für so Bretter, die man quasi als Schutzhaut genommen hat, dass man die unten dann zugespitzt hat, dass es noch ein bisschen nach was aussieht. In der Renaissance, glaube ich, hat man dann auch schönere Schnitzereien dann noch reingemacht, ja, mit so klar, ein bisschen Zatteln und so. Ne? Das war eigentlich so das Seed-Piece, sagt man in der Mock-Szene. Ja, also ja. Das Teil, wo man so denkt, da habe ich eine Idee dazu und da baue ich das jetzt drumherum und dann ist der Turm so entstanden. Das war quasi eine Iron-Builder-Challenge mit diesem Teil. Ja. Sozusagen. Und ich wollte halt diese engen Schießscharten haben und auch wirklich diesen Bretterverschlag, dass man wirklich das zu ist, komplett von der einen Seite. Und du hast hier bei diesem Haus und diesem Turm gedacht, Noppen nach oben ist langweilig, das machen wir komplett anders. Ja, ich hätte halt sonst nur die Möglichkeit gehabt, mit Teils das wieder wie in den Aufgang zum Bergfried zu machen. Aber wie gesagt, dann hätte ich eben diese Technik mit den, das war halt wirklich einfach diese Technik mit diesen kleinen Dachsteinen, weil die hätte dann nicht funktioniert.
Ja. So funktioniert die halt und ich kann die an also diese Mauer anbringen. Dachsteine plus diese schmalen Schießscharten ergaben für dich dann, okay, dann müssen die Loppen eben dann zur Seite. Dann muss es halt zur Seite, ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. Ja, ganz normales Dach. Auch hier eine neue Dachtechnik. Dafür bin ich ja auch ein bisschen bekannt mittlerweile, dass ich immer so ein bisschen versuche, was Neues zu machen. Die finde ich eigentlich ganz cool. Also ich glaube, die gefällt mir bis jetzt mit am besten. Ich finde es auch nett, dass es oben halt Hinges sind, aber durch diese Curved Tiles hier in der Mitte wird es dann fixiert und kann nicht genau. Und sich noch... Sieht auch noch ein bisschen cooler aus dann dadurch und ist echt stabil. Also ja. Und ich war's kaputt. Fast stabil. Fast stabil. Ja, also... ja. Und die werde ich, denke ich, auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Diese Dachtechnik, die fällt mir gut. Oh, hier sind drei Noppen nach oben. Eieieiei. Ja, natürlich. Also du hast ja dann schon gemerkt, das ist das die Wachstube so, wo die Wachleute hausieren und schlafen und essen und so. Und da hat man dann auch eben das Bettchen. Und das Bettchen ist halt auf Standardbauweise gemacht. Deswegen gehen da die Noppen wieder in die richtige Richtung. Die kleine Türchen links und rechts, die gehen nach innen auf. Also man kann eigentlich theoretisch, wenn man es baut, entscheiden, in welche Richtung die aufgehen. Wenn man es nach der Anleitung macht, geht sie, glaube ich, nach innen auf, so wie ihr es jetzt gemacht habt. Ja. Es kommt halt darauf an, in welche Richtung ihr dieses Slopes macht. Stimmt, nach außen geht es dann nicht mit den Slopes, da ist es dann fixiert. Aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht so, ich kann mich nicht erinnern, ob ich das vielleicht so gemacht habe, weil dann, wenn man sie nach außen aufmacht, da irgendwas im Weg ist. Nach innen ist halt auf jeden Fall Platz für die Türen. Muss ja gucken. Wenn ihr Bock habt, probiert es aus, macht was ihr wollt. Das ist das Schöne an Noppensteinen. Ja, absolut. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr die Burg noch größer haben? Kauft euch jeweils zwei und... Nein. ja, aber ich meine, das ist... Ja, erstmal die Erweiterung, das ist ja schon genug. Genau. So, dann hast du auch schon die kleine Schmiede oder Werkstatt entdeckt. Das fand ich eigentlich, also ich finde, Schmiede ist ein bisschen zu viel gesagt. Da geht Bartosch dann auch noch mal rein. Ist ja auch keine Esse da, wird ja nichts erhitzt. Man hat halt einen Schleifstein, den braucht man ja auch nicht nur für Schwerter und Äxte, sondern auch für einfach, weiß ich nicht, Beile und weiß ich nicht. Ja, Messer. Ne? Und irgendwie dachte ich mir so, auf einem Wirtschaftshof und so, ne, da hast du ja auch immer so Rümpelkammern, wo halt das Werkzeug liegt und irgendwelches Zeug, Fässer und Behältnisse. Und das ist eigentlich so dieser Ort in dieser Burg, einfach wo alles so hingeschmissen werden kann. Ich habe es natürlich schön aufgeräumt für uns, ne, damit wir da... Ich finde es auch toll, dass du Brickbuild zwei Schilder hast. Das eine ist quasi halbiert, Dark Blue und Tan, das andere ist geviertelt. Und dass du damit diese Fahnen und die Wimpel hier, diese Farben aufgreifst. Die offiziellen Farben von der Burg, glaube ich. Genau, also sollten wir irgendwann in ferner Zukunft mal eigene Minifiguren anbieten können, dann braucht es natürlich eine Burgbesatzung. Und dann müssen die natürlich entsprechend bedruckte Wämser haben. Ja, auf jeden Fall. Wämser? Der alte Wämser erinnert mich an Thorsten Sträter. Also war egal. Okay. So. Und es ist halt echt nicht so viel drin in der Vorburg, muss man schon mal sagen. Aber ich finde, also was halt auch wieder, wie gesagt, ich habe das ja schon in dem Ursprungsvideo gesagt, die Silhouette ist mir wichtig und die Inspiration hauptsächlich für die Vorburg waren ja so alte Illustrationen von Burgen, wo die Perspektiven noch nicht ganz so stimmen, aber so die wichtigen Punkte, ne, die Flaggen, die Fahnen sind halt immer ganz groß und so. Ja, ja, klar. Und gerade solche Sachen, ne, solche Riffelungen und so, die werden immer in solchen sehr einfachen und karikativen Bildnissen gerne gezeigt, weil das wahrscheinlich den Leuten, die das damals gesehen haben, auch im Gedächtnis geblieben ist wirklich und das hat irgendwie den Charakter dann geprägt und diesen Charakter wollte ich auch gerade die Dachform, die werden dann immer so ein bisschen überspitzt, die sind dann immer ganz hoch und geschwungen, auch hier, ne, man hat diese ja, ja. Das ist schon fast ein bisschen märchenhaft, aber ich finde es durch diesen wehrhaften Charakter, mit wie geschlossen das ist, durch die einheitlichen Farben, wollte ich damit so diese Mischung aus dieser Karikatur und diesem realistischen so ein bisschen aufgreifen. Aber eins kann man der Burgbesatzung schon vorwerfen, finde ich. Und zwar? Mit dem Unkrautjäten im Innenhof haben sie es nicht so. Also was da oben teilweise direkt vor dem Eingang des Haupthauses für ein Zeug wuchert. Ja. Also wenn ich der Burgherr wäre, ich würde ein bisschen meckern. Ein bisschen. Aber es ist halt auch hübsch. Natürlich ist es hübsch. Wenn ihr das Aufgeräumte haben wollt, nehmt es raus, baut es außen noch dran, dann ist halt außen noch mehr überwuchert. Geht einfach mal mit dem Rasenmäher durch oder mit dem... Ne, mit der Ziege. Die Ziege, genau. Und dann mäh und dann ist es weg. Genau. Wird es gemäht. Gemäht. So, und dann, das kennt ihr ja schon, das ist
Zugbrücke von dem alten Tor. Das ist einfach 1:1 so übernommen. Hervorragend. Passt halt auch rein wie die Faust aufs Auge. Ja. Ja, und da wären wir dann eigentlich. Das ist sozusagen jetzt der jetzige Haupteingang. Also, das ist der Haupteingang. Hier hinten geht es rein, dann geht man hier in die innere Burg und dann hier hoch und man kann noch in den Bergfried. Richtig. Das ist der jetzige, ich sag mal, Bautenstand im 13. Jahrhundert, Mitte 13. Jahrhundert, also 1250 oder so. Das habe ich schon gehört, das geht irgendwie straff, aber ich habe eigentlich, wenn man so ein bisschen einfach drückt, geht das eigentlich rein. Ja. Also ich habe da viele gelesen, die da Probleme haben, aber wir irgendwie nicht. Also man muss halt nur ein bisschen... Man muss kraftvoll und gefühlvoll sein gleichzeitig, das ist natürlich... Kraft und gefühlvoll. Hast du es richtig rum? Das muss richtig... Nee, du hast falsch rum. Ich habe es falsch rum, stimmt. Ja, hier ist ein Cutout für den Turm, hier ist eine Aussparung. Ohne die Aussparung wird es nichts. Ja, das kann nichts werden dann, hast recht. Okay, vor allen Dingen, ne? Sag ich es noch. Das ist nicht ganz drin. Ich habe nichts gesagt. Guck ich mir nachher nochmal. Mhm. Okay. Ja, das ist die Vorburg. Ja. Schlappe 12.000 Teile. Und wir haben sie gerade schon hier. Hol doch mal den Prototyp daher. Das ist jetzt halt noch schwerer. Den mussten wir halt herschaffen. Tatsächlich die Vorburg an sich. Die Vorburg stand hier schon in der Kulisse, ja, aber das. So, von da sieht es jetzt erstmal. Also sieht irgendwie ziemlich. Ja, von der Hauptkamera aus ist es noch eher unspektakulär. Kennt man schon. Ist halt bunt, ne? Aber erinnert ihr euch an die Stelle, wo man die Mauer durchbrechen kann? Wollen wir doch mal gucken, was da jetzt ist. Also ich meine, gegen diesen Saalbau ist das ursprüngliche Haupthaus jetzt schon so ein kleines Nebengebäude geworden. Ne? Ja. Ja, es ist wirklich niedlich. Ja, es ist niedlich. Es ist auch ein bisschen niedriger, ein ganzes Stück. Und wie viel wollen wir davon jetzt schon spoilern, so ein bisschen anteasern? Oder? Also ich meine, ihr könnt bei uns im Internet ja bereits sehen, dass man da was aufklappen kann. Und ich meine, wenn ich mir diese Außenmauern so anschaue, kann man da überall was aufklappen, weil ich da lauter Hinges sehe. Und zwar an den unmöglichsten Stellen. Ja, die Hinges sind, da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, die Hinges brauche ich halt für die Technik und... Dann habe ich die halt einfach als Gestellungselement eingesetzt für Steine. Die so. Du hast also quasi die Stelle tarnen wollen, genau. Wo es tatsächlich aufgeht, indem das so aussieht, als würde es überall aufgehen. Es ist einfach überall, ja. Sie sind einfach überall. Es geht nicht überall auf. Ihr müsst es schon rausfinden am Ende. Ja. Ja. So, da, also das, also ich würde sagen, wenn ich selbstkritisch, hatte ich ja das im ersten Video gesagt, ne? Was ist jetzt eine Burg? Und ob, weil das ja alles noch so, ne, nur so eine Holz, es ist ja ein Häuschen mit einer Holzpalisade eigentlich, wenn man fies wäre. Und einer Verteidigungstanne. Und einer sogar eine Fichte noch dazu. Eine Fichte, ja. Verteidigungsfichte stimmt. Auch. So, aber mehr auch nicht. Und ist das jetzt schon eine Burg? So, und wenn man dann noch einen höheren Maßstab ansetzen würde, könnte man auch bei mit der Vorburg dann sagen, ja, komm, ist halt nett, hat jetzt noch eine Steinmauer rundherum, ist aber schon noch und ein bisschen. Und ein Bergfried. Und der Bergfried kam ja auch noch dazu. Es sieht jetzt schon burgig aus, aber irgendwie, also wenn ich mal in Sachsen oder in Thüringen oder irgendwo mal ins Land fahre oder so und mir dann die Burgen dort angucke, ja, das ist irgendwie ein bisschen klein immer noch, ein bisschen unimposant. Ich glaube, wenn man jetzt den Saalbau hat, dann kommt schon so ein Feeling auf dafür. Also wie gesagt, wenn man aus der Gegend kommt, hat wahrscheinlich jeder aus der Kindheit kennt irgendeine Burg in der Nähe, wo er dann mal war, zum Weihnachtsmarkt oder so. Und dieses Gefühl und diesen Look, ich glaube, den fängt jetzt der Saalbau zum ersten Mal an dieser Burg Blauschein wirklich ein. Also da kommt jetzt wirklich dieses Gefühl auf, yo, das ist ein Landmark, so richtig krass. Ja. Macht was her. Und da kann man auch schön drin wohnen. Aber das könnt ihr alles dann selber rausfinden, genau. Wenn ihr euch das anguckt und eine Reise durchmacht. Und auch den Saalbau werden wir euch natürlich im Detail vorstellen, wenn er denn da ist. Das wird allerdings noch dauern. Wir haben den Prototyp des Saalbaus in den letzten Tagen erst aufgebaut. Ja. So, und jetzt verrate ich einfach mal, wann wir das Video drehen. Wir sind gerade so, ja, Mitte, Ende Februar. Senden werden wir das Video, wenn die Vorburg wieder da ist.
Und ich weiß nicht genau, wann die wieder da ist. Das werden wir dann sehen. Wir werden es gesendet haben. Wir werden es dann gedreht haben. Und das ist alles total kompliziert. Aber Stand, das hier ist aktueller Noppenstein-Werkstatt Stand Mitte, Ende Februar. Mhm. Und du warst jetzt gerade mal wieder bei uns, hast dir das angeschaut? Ja. Genau. Bist du mit der physischen Version des Ganzen soweit zufrieden? Gibt es noch letzte Änderungen? Ja, es gibt noch so ganz kleine Sachen am Dach, wo dann die Winkel nicht ganz innen drin so ein bisschen hinhauen und dann ein paar Steine verkanten, die es mir nicht gefällt. Und eigentlich ist es auch gedacht, dass man da relativ gut reinkommt und man kann sich ja doch die Fingernägel leichter abbrechen, als ich wollte. Ich gucke da noch mal rein. Da ist irgendwie ein Clip zu viel, ne? Nee, ja, das ist tatsächlich nur ein Clip. Also die Clips in diesem Modell sind echt krass, irgendwie aus irgendeinem Grund. Gerade da, wo man es nicht unbedingt braucht, naja, okay. Aber ja. Nee, ich bin tatsächlich gerade auch, ich habe das Feedback gekriegt von unseren Jungs und habe da schon quasi alles angepasst und ich habe aber noch extra bis heute quasi gewartet, damit ich mir das persönlich nochmal angucken kann. Und jetzt mache ich nochmal ein, zwei kleine Sachen, bevor wir es dann finalisieren und rausschicken. Also eine meiner Lieblingsstellen, muss ich sagen, ist die hier. Das Fenster oben, dieser Mauerabschluss hier, das hier, diese Optik und wie du hier diesen Bogen, wie du den da eingebaut hast, wie der hier anfängt. Crazy Bogen. Nice, das sieht richtig gut aus. Ja, weißt du, hast du denn schon eine Theorie? Das ist doch bestimmt schon, was das hier ist, dieser Teil der Burg. Also ich wusste, dass das mal eine Kapelle werden sollte und ich habe es mal ohne Dach von innen gesehen und ich dachte mir, okay, es ist zumindest so eine Altarnische. Ja, genau. Also es ist schon die Burgkapelle. Das ist schon so. Ist zwar auch gleichzeitig irgendwie ein Durchgangszimmer und Kapelle als Durchgangszimmer. Okay. Wir sind ja in der Burg und da ist halt, wie war das, flexible Raumnutzung? Ja. Wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also wir haben nicht so viel Platz. Nicht jede Burg hat über 320 Zimmer. Die hat ein paar weniger, aber es ist eine Burg im Minifigurenmaßstab. Die, weißt du, wie viel Teile ungefähr hat der Saalbau, die Saalbauerweiterung? 4.000, 5.000, das heißt, wir sind jetzt hier bei 16.000 bis 17.000 Teilen. Ja, und ich verrate jetzt schon mal. Ja, das interessiert jetzt auch. Was was kommt noch? Wir haben ja in dem FAQ-Video bereits so ein Work-in-Progress-Bild von dir eingeblendet, wo wir gezeigt haben, dass das noch so ein bisschen, es wird nochmal aufgebockt. Ja, und zwar um 6 Steine. Um 6 Bricks. Ja. Jo. Keine Angst, das wird nicht noch viel schwerer dadurch werden. Die sind nämlich nicht fest mit der Burg verbunden. Die sind hauptsächlich dazu da, dass man die Burg gut hochheben kann. Das ist der Punkt davon, dass die nochmal, der Hauptpunkt, außer, also der, ich erhöhe die Burg in der nächsten Erweiterung nochmal aus 2 Gründen. Zum einen, weil mit die Erweiterung, die darauf folgt, nochmal die Grundfläche verbreitert wird, aber nicht mehr erhöht wird. Und dafür die Basis zu schaffen. Es wird also doch nochmal breiter. Es wird nochmal breiter, aber es wird danach nicht mehr höher. Und dafür ist quasi der Ankerpunkt schon gesetzt in dieser nächsten Erhöhung. Und der zweite Punkt für die Erhöhung ist, diese Seitenteile, die ich ja hier immer habe, die sind ja in den normalen Sets, sind die ja immer fest mit dem Berg verbunden. Das ist ja quasi, also bei der Vorburg ist es ja jetzt wirklich ein Sandwich, so eine Burgerscheibe, die zu den Seiten rausguckt. Jetzt habe ich quasi in der neuen Erweiterung das so, dass die Burg auf Stelzen steht und diese seitlichen Paneele, die quasi die Felsverblendung sind, die werden dann drunter geschoben. Und wenn man die Burg transportieren will, ist es wie ein Rahmen dann, der unten drunter ist. So. Ja. Wenn man die Burg transportieren will, klipst man die ab und dann steht die quasi, schwebt die Burg so leicht. Dann kannst du sie nehmen. Und dann kannst du sie mit einem guten Freund und einer guten Freundin würde ich empfehlen, trotzdem. Zu zweit, zu dritt. Hochheben. Weil, wenn ich jetzt nochmal so ein komplettes Sandwich drunter setze, ja. Das wird erstens undankbar, weil dann habt ihr halt super viele Teile nur für diesen Berg und der ist halt jetzt nicht so spannend. Und dann wird es auch nochmal recht schwer. Aber dass die Burg nochmal breiter wird, ich glaube, ich kann den einen oder anderen wegen seines Dioramas gerade weinen hören. Ja, das ist. Diese Erweiterung, die dann danach folgt, nach dieser Erweiterung, über die wir gerade sprechen, die wird. Aber die bietet aber die Möglichkeit, dass sie da relativ modular rangeht, weil das eben nicht mehr an den Felsen gebunden ist, weil wir die Burg nicht nochmal erhöhen. Wir mussten ja quasi mit der Vorburg-Erweiterung, haben wir ja schon das Fundament für den Saalbau geschaffen. Das hattest du letztens dann auch im ursprünglichen Vorburg-Video dann so gesagt. Das brauchen wir dann halt nicht mehr, sondern das wird quasi an die Seiten dann
erweitert. Und einfach nur mit Plates. Mit Plates. Wir sind dann quasi auf dem Grundlevel und dann werden mit Plates, werden dann an diese neuen Felsenteile, die dann noch dazugekommen sind, herangesetzt. Und dann könnt ihr überlegen, wie breit soll das werden, dann könnt ihr Baseplates reinmachen und so weiter. Okay. Also das wird nochmal ganz spannend und es werden auch noch überall an der Burg nochmal... Gut. Ich möchte dich jetzt hier nicht vor der Kamera, sondern erst hinterher fragen, was bei dieser übernächsten Erweiterung denn dann eigentlich passieren soll. Aber die nächste Erweiterung nach dem Saalbau, über die wir sprechen, wo jetzt hier die Grundfläche nochmal größer wird, kommt dann nur der Fels dazu? Nein. Und das war's? Oder passiert dann noch was mit der Burg? Einfach nur so ganz grob anteasern. Die Burg bleibt so, wie sie ist, generell in der nächsten Erweiterung, aber es gibt hier und da Stellen, wo ich noch so Vorstellungen hatte, was man damit noch machen könnte. So Bergfried zum Beispiel, vielleicht eine neue Spitze, ein bisschen imposanter. Es sieht jetzt ein bisschen romanisch jämmerlich aus, neben diesem gotischen Saalbau. Und hier und da noch weitere Verteidigungsmechanismen und Anlagen, die ich gerne dran hatte, aber für die, gerade beim Saalbau, war so aufwendig geworden, das ging da nicht mehr rein. Da werde ich noch ein bisschen was tatsächlich dran bauen. Ah, und, okay. Genau, da können wir sehr gespannt sein. Martin, vielen Dank, dass du uns hier nochmal Einblicke gegeben hast in deine Vorburg und auch schon ein bisschen über die nächsten Ausbaustufen gesprochen hast. Hochspannend. Ich würde sagen, für heute war es das damit aus Burg Blaustein und dem Noppenstein-Studio. Ja, klar, gerne, immer wieder. Und ich würde sagen, Klemmbausteine kann man nie genug haben. Nee. Und Burgen auch nicht. Burgen auch nicht. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Und viel Spaß beim Bauen, oder? Ja, viel Spaß. Tschüss. Also auch viel, bei der Vorburg muss man jetzt aber halt auch insgesamt sagen, viel Ausdauer muss man den Leuten beim Bauen wünschen. Ja, vor allen Dingen viel Kraft in den Armen, wenn sie es irgendwo hinschleppen wollen. Ja, ja.